Guten Morgen im Küchengarten. Viele von euch haben sich schon über geraume Zeit gewünscht, dass ich mal ein Video über die Entenhaltung mache. Und heute möchte ich eurem Wunsch Rechnung tragen. Ich habe seit circa 7 Jahren Laufenten und es gab Hochs und Tiefs und ich habe einiges gelernt während dieser Zeit. Und da möchte ich euch heute gerne mitnehmen und euch etwas darüber erzählen. Los geht das Ganze in der Früh zwischen 7 und 8 Uhr. Kommt darauf an, wann ich aufstehe. Unter der Woche ist das immer früher, am Wochenende etwas später. Da hole ich zuerst aus dem Schuppen das Entenfutter. Es ist Wassergeflügelfutter. Als Richtlinie sind 1 bis 2 Hände voll. Jetzt im Winter darf es ruhig etwas mehr sein, weil sie ja nicht so viel Schnecken oder anderes Getier selber finden. Guten Morgen. Schaut mal, da hatten wir heute echt Glück. Das erste Entenei der Saison. Die hören nämlich im Winter komplett auf zu legen. Schön, und dann gleich ein zweites. Also da waren meine Damen aber wirklich brav. 2 Enten, 2 Eier, ein Traum. Wir haben keine automatische Hühnerklappe für unsere Enten, da sie nicht so brav selbstständig ins Bett gehen wie Hühner. Ich liebe außerdem diese Verbindung mit den Enten, wenn ich sie in der Früh rauslasse und auch wieder am Abend ins Bett gebe. Und den Stall haben wir seinerzeit als großes Event mit unseren Jungs selber gebaut. Und da war es dann nachher im Nachhinein nicht mehr so einfach, so eine automatische Hühnerklappe anzubringen. Der schöne große weiße ist mein Erpel. Das sieht man hinten an der Erpellocke und man hört es auch am Quaken. Das erste, was sie am Morgen immer machen, ist, dass sie im Gehege nach Würmern herumschnäbeln und natürlich Wasser trinken, weil im Stall ist weder Futter noch Wasser. Und seht ihr, wie der Erpel immer ein wachsames Auge auf mich hat? Was ich denn mache und ob ich eine Gefahr darstelle. Es ist besonders wichtig, dass Enten immer frisches Wasser haben und das Behältnis, also die Trinkschale, muss so tief sein, dass sie ihren ganzen Schnabel inklusive der Luftlöcher, der Nasenlöcher immer drin eintauchen können. Denn da die Enten so viel im Dreck und im Boden herumschnäbeln, verfängt sich dort sehr leicht Erde und Schlamm und die müssen sie immer im Wasser herausblasen können. Den Sommer verbringen meine Laufenten immer bei uns im Garten. Nur im Herbst und Winter, wenn es besonders matschig ist und viel regnet, sind sie hier draußen im Außengehege. Und natürlich brauchen sie auch hier ein kleines Pool mit Wasser. Da reicht so eine Sandmuschel völlig aus. Ich wechsle das Wasser alle 2 Tage. Wir haben uns dafür extra einen eigenen 1000 Liter Wassertank installiert. Der wird gespeist von dem Schuppendach mit Regenwasser. Da drinnen ist eine kleine elektrische Pumpe und ein Schlauch führt direkt ins Entengehege, damit ich den immer sehr komfortabel benutzen kann. Und sobald ich aus dem Entengehege draußen bin, ist der Erpel als erster im frischen Wasser. Und seht ihr, wie er das genießt? Da sieht man, wie wichtig das Wasser für die Enten ist. Da kann ich euch auch gleich erzählen, dass Laufenten keine richtigen Kuscheltiere sind. Sie sind sehr scheu und zurückhaltend und misstrauisch. Meinen weißen Erpel und die schwarze Ente habe ich jetzt schon seit über 7 Jahren. Und wenn sie mich sehen, laufen sie immer noch weg und sie fressen mir immer noch nicht aus der Hand. Die forellenfarbige Ente, die habe ich in meinem Inkubator selbst aufgezogen. Und die ist wahnsinnig zutraulich. Die interagiert immer mit mir, frisst mir aus der Hand, läuft mit mir mit. Und wenn sie sieht, dass ich im Garten bin, kommt sie immer gleich her. Also wenn ihr zutrauliche Enten wollt, ist das von Hand aufziehen sicher eine gute Alternative. Ansonsten werdet ihr wahrscheinlich kein Glück haben. Direkt nach dem Baden kommt dann die ausgiebige Gefiederpflege. Das ist ganz wichtig für alle Arten von Vögeln und für die Enten, die Wassergeflügel sind, ganz besonders.
Ihr seht, wie sie mit dem Schnabel immer wieder hinten an ihren Schwanz fahren. Dort befindet sich die sogenannte Bürzeldrüse. Die sondert ein fettiges Sekret ab, welches die Enten im gesamten Gefieder mit dem Kopf oder mit den Beinen verteilen. Und dadurch werden die Federn wasserabweisender. Dieses fettige Sekret enthält auch fungizide und bakterizide Bestandteile und spielt eine ganz große Rolle bei der Gefiederhygiene. Und außerdem ist es wunderbar meditativ und herzig, den Enten bei dieser Pflege zuzusehen. Seht einmal, wie die den Hals verrenken können. Dann schauen wir uns jetzt noch die frischen Enteneier an. Ihr seht schon mal, die sind von der Größe leicht beachtlicher als ein normales Hühnerei. Hier gebe ich zuerst das Hühnerei in die heiße Pfanne und jetzt das Entenei. Das sieht man auch. Es ist ein bisschen größer. Der Dotter ist ein bisschen dunkler und ebenfalls größer. Vom Geschmack her kann ich euch sagen, sie schmecken intensiver nach Ei. Aber es ist nicht so extrem nennenswert. Ich verwende sie genauso wie normale Hühnereier für Kuchen, für Spiegelei, für weiches Ei. Alles möglich. Wunderbar. Wenn tagsüber das Wetter gut ist und der Boden nicht zu matschig ist, dürfen die Enten dann natürlich in den Garten hinein. Und das ist besonders wichtig, weil gerade jetzt im Frühling sind überall noch die Schneckengelege und da möchte ich natürlich, dass die mir den Garten möglichst sauber machen, bevor dann der Frühling kommt und mir die Schnecken alles wegfressen. Und wenn ihr euch jetzt fragt, warum ich denn die Enten in der nassen Jahreszeit in einem separaten Gehege halte, hier seht ihr die Antwort. Wenn ich das nicht tun würde, würde mein ganzer Garten aussehen wie eine Matschgrube. Denn die Enten bohren mit ihren Schnäbeln kontinuierlich in die nasse Erde, um an Würmer zu kommen. Meistens bekommen die Enten dann zum Mittag noch ein kleines Leckerli von mir. Ich sammle in meiner Küche in einem Körbchen das alte Brot. Da bekommen sie dann etwas davon in kleine Stückchen geschnitten und dazu dann meistens noch Salatblätter. Nicht zu viel Brot, weil es natürlich gesalzen ist, aber ab und zu so ein bisschen Brot, das ist durchaus okay, gerade im Winter. Diese Brotzeit werfe ich ihnen dann immer gleich in frisches Wasser hinein. Dort weicht sich das Brot gut auf und sie können es leichter schlucken. Und sie lieben es einfach, im Wasser zu gründeln und die kleinen Stücke mit dem Wasser aufzunehmen. Während die Enten im Garten Party feiern, mache ich mich daran, den Auslauf ein bisschen zu überarbeiten. Und zwar wird es da drinnen, wie ihr euch vorstellen könnt, immer sehr schnell schlammig in dieser Jahreszeit. Und hier seht ihr mich, wie ich die Blätter unserer großen Platane zusammenräche und dann als Mulch im Auslauf ausbringe. Die Blätter der Platane verrotten ja sehr schlecht. Das mache ich mir zugute einerseits im Auslauf und andererseits durch die schöne Schicht Entenkot, der ja sehr stickstoffhältig ist, gibt es dann dort in diesem Bereich einen herrlichen humosen Boden. Letztes Jahr habe ich dann in dem Auslauf zum Beispiel meine Kürbisse angepflanzt. Oder ich trage ein paar Schichten der Auslauferde ab und kompostiere ihn dann in meinem regulären Kompost weiter. Wir haben nämlich in diesem Bereich einen Dreikammerkomposter, den haben wir uns letztes Jahr selber gebaut. Und da ist es ideal, einerseits den Einstreu aus dem Entenhaus selber zu entsorgen und zu verwenden und andererseits dann eben die Schicht aus dem Boden des Auslaufs. Auch den Stall bessere ich auf. Da verwende ich am liebsten Sägespäne oder Pferdeeinstreu sehr fein, weil ich das ja nachher weiter kompostieren will und so verrottet es besser. Außerdem absorbiert dieses feine Material wunderbar den Geruch, weil sonst stinkt es in dem Häuschen schon extrem. Ich habe es mit Stroh probiert, ich habe es mit Heu probiert und da ist der Geruch immer ein Wahnsinn und mit diesem Sägemehl ist das wirklich ein Traum.
Es bleibt auch schön lange trocken, da fülle ich circa einmal die Woche eine schöne Schicht nach und einmal im Monat miste ich dann das Häuschen komplett aus. Im Winter sogar weniger, damit von unten vom Boden her eine schöne Isolation nach drinnen da ist. Wir haben zwei Entenhäuschen, eines im inneren Garten und eines in dem Außengehege. Als Grundlage war immer eine normale Europalette und auf der drauf haben wir das Holzkonstrukt gebaut. Wichtig ist hierbei einfach, dass es gut gegen Marder und Fuchs geschützt ist und mindestens 50 cm hoch, weil die Enten ja sehr lange Hälse haben. Ein anderes großes Thema bei der Entenhaltung im Hausgarten ist natürlich, wie sich das vereinbaren lässt, dass man Gemüse anbaut, Stauden, Obst, Pflanzen und ähnliches und Laufenten frei herumrennen hat oder wie man zum Beispiel, hier seht ihr es, den Sitzplatz schützt, denn die Enten kacken natürlich überall hin und dort, wo ich sitze, ist es lästig, wenn ich es jedes Mal, bevor ich mich hinsetze, wieder abspritzen muss. Deswegen haben wir hier diese zwei tollen Hochbeete als Begrenzung zu unserem Sitzplatz gebaut und die Enten quasi mit Türen und einem kleinen Hindernis abgeschottet, denn sie könnten zwar drüber springen oder flattern, aber sie machen es eigentlich nicht. Das war eine tolle Lösung und so können wir hier auch noch Gemüse anbauen. Den Rest meines Gartens habe ich ebenfalls in Zimmer unterteilt. Hier beim Küchengarten habe ich mit Schwemmholz, wir wohnen sehr nahe am Rhein, dort kann man das einfach holen, habe ich einen Staketenzaun selbst gebaut. Und jedes Mal, wenn ich ein neues Pflanzenzimmer quasi erschließe, habe ich natürlich die Enten im Hinterkopf, dass sie dort nicht unbedingt hinein sollten und mir meinen Salat fressen, denn sie würden es sicherlich tun. Salat und Kohl steht auf ihrem Speiseplan. Ist natürlich ein Aufwand, aber für mich ist das okay. Es ist ein Geben und Nehmen. Und allein wenn sie im Außenbereich von diesen Pflanzzimmern die Schneckengelege und die Schnecken selber auffressen, habe ich viel weniger Schneckendruck in meinem Gemüsegarten selber. Im Winter dürfen sie ab und zu dann auch in den Gemüsegarten selber. Und ich kann euch sagen, es bringt eine Riesenerleichterung, denn bevor ich mich für die Laufenten entschieden habe, bin ich jeden Abend durch meinen Gemüsegarten gegangen und ich übertreibe wirklich nicht an die 100 Schnecken jeden Abend. Dann wird es langsam Abend und die Enten zeigen selbst schon an, dass sie hinaus in Richtung Häuschen wollen, noch schnell etwas getrunken und die Reste aufgegessen. Und für dieses Video zeige ich euch jetzt, wie ich sie ins Häuschen gebe, sonst darf es ruhig noch etwas später werden, weil jetzt ist es doch noch sehr hell. Von rechts und links mit den Händen, dann wissen sie in welche Richtung und sie sind schon drinnen. Das zeigt, dass man Enten auf jeden Fall etwas beibringen kann. Sie sind Gewohnheitstiere und wissen nach einiger Zeit, wie der Hase bei ihnen zu Hause läuft. Ich hoffe, ich konnte euch mit dem Video einen Einblick in die Entenhaltung geben. Es sind wahnsinnig possierliche, herzige Tierchen, die ich nicht mehr missen möchte. Sie legen natürlich nach 2 Jahren nicht mehr besonders viel Eier, aber dafür hat man sie ja im Endeffekt nicht, größtenteils um die Schneckenplage einzudämmen. Wenn ihr noch Fragen zu dem Thema habt, bitte gerne in die Kommentare. Ich danke euch sehr für einen Daumen rauf für mein Video und für ein Abo, falls ihr noch keine Abonnenten seid. Und ich hoffe, dass wir uns auch nächste Woche wiedersehen, hier bei mir im Küchengarten. Bis dann!